Deine Alltag bleibt draußen und wir haben Spaß und dabei und wir bleiben auch hier. Du nimmst das Ruder jetzt mal selbst in die Hand und baust jetzt mit uns deine eigene Stadt. Moin Moin, ihr Popnasen, der letzte Tag in der Popstadt begann mit einem lustigen Tanz und einer fliegenden Drohne. Wie an jedem Tag in der Popstadt zeigen wir euch auch heute einen Zeitraffer und außerdem stellen wir euch noch einen Betrieb vor. Hey Leute, wie immer zeigen wir euch den gestrigen Tag im Zeitraffer. Den heutigen Tag könnt ihr euch schon bald im Internet anschauen. Jetzt aber genug geredet. Film ab! Wir waren heute nochmal in unserer kleinen, schönen Stadt unterwegs und das Ergebnis ist, dass wir euch das Jutsu und ihre Mitarbeiter einfach mal vorspielen. Viel Spaß dabei. Hallo, wie heißt ihr? Jennifer. Rahel. Ihr arbeitet ja im Jutsu. Was kann man denn dort machen? Also wir verkaufen verschiedene Sachen, veranstalten jetzt zum Beispiel heute veranstalten wir mal Wettbewerb oder man kann sich als Mr. oder Mrs. Popstadt aufstellen lassen oder Kicker-Turnier hatten wir gestern zum Beispiel auch. Ja, genau das Gleiche. Macht es euch Spaß? Ja, eigentlich schon. Ja, ich finde es etwas schade, dass wir zum Beispiel nichts verkaufen können. Also die Sachen, die im Jut sind, dass wir alles selber kaufen, also basteln müssen. Was gefällt euch denn ganz gut? Ja, also es gefällt uns eigentlich ganz gut, dass wir halt alle zusammenarbeiten können und halt die Sachen selber basteln können und sowas halt. Wir haben viel Urlaub, das ist gut. Und wir werden vom Staat bezahlt. Wisst ihr, wie viele Mitarbeiter ihr habt? Ich meine, wir sind insgesamt 4 Mitarbeiter. Hallo, wie heißt ihr? Ich bin Annika. Ja, und ich bin Jessica. Welche Aufgabe habt ihr in der Popstadt? Also wir arbeiten eigentlich im Jutz als Betriebsberater, aber derzeit haben wir ein kleines Nebengewerbe. Ach so, alles klar. Ich habe gehört, ihr seid die Seifenblasenmädchen. Wieso habt ihr das gemacht? Also wir dachten uns, das ist so ein kleiner cooler Show-Effekt hier nebenbei, wenn so Interviews stattfinden oder irgendwelche Auftritte auf der Bühne. Wir machen die Popstadt einfach ein bisschen schöner, bunter. Alles klar. Und wer ist auf die Idee gekommen? Wir beide eigentlich. Wir hatten ein bisschen Langeweile und dann dachten wir uns, kann man mal ein paar Seifenblasen machen. Okay, und woher habt ihr die Seifenblasen? Die haben wir selber hergestellt. Ja. Achso, alles klar. Danke für das Interview. Bitte. Hallo, ihr Pappnasen. Leider geht die Pappstadt heute zu Ende. Heute haben wir verschiedene Personen gefragt, was ihnen hier am besten gefallen hat. Film ab! Hallo, wie hat es euch in der Pappstadt gefallen? Gut. Ja, eigentlich ganz gut. Was hat euch daran gefallen? Das ganze Arbeiten und Geld verdienen. Ja, auch das Arbeiten, das Geld verdienen, dass es hier so viele Geschäfte gibt und dass die Waffeln bei der Eisdiele so lecker schmecken. Ganz gut. Was fandest du am besten? Am besten fand ich, als ich meinen Führerschein gemacht habe und weil, dass ich der Chef bei der Zeitung bin und so weiter, ja. Ja, ist gut, nur schade, dass es schon vorbei ist. Und was hat euch daran gefallen? Also besonders gut war, dass halt die Kinder halt mal ein Wirtschaftsspiel machen konnten. Also dass wir alle untereinander versucht haben, miteinander zu leben und untereinander dann halt auch mit Geld umzugehen. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Ich fand alles gut. Also ich fand es sehr toll, wie das hier gestaltet wurde und wie die Kinder miteinander umgegangen sind. Dass es auch keine Prügeleien gab. Sehr gut, weil die ganzen Pappe, also weil die Pappe bunt bemalt ist, die ganzen Straßen, die sind gut. Fußgängerwege sind auch gut, weil man dann nicht über die Straße laufen muss und ja. Was hat dir bis jetzt besonders an der Pappstadt gefallen? Die Pappus. Also mir hat sie sehr gut gefallen, weil es hat einfach Spaß gemacht, so eine eigene Stadt. In so einer eigenen Stadt zu leben. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, weil jeder arbeiten konnte und mal sehen konnte, wie das so ist, wenn man hart arbeiten muss und so.
Mir ist auch gut gefallen. Und was hat euch am besten gefallen? Mir hat am besten gefallen, dass man sozusagen seine eigene Währung hatte und dass man auch selbstständig Geld verdienen konnte. Mir hat am besten gefallen, dass viele in einer Pappstadt sind und dass alle so gegenseitig sich Geld geben für irgendwelche Sachen, sodass jeder Geld verdient. Dass wir eigene Jobs haben. Mir hat es sehr, sehr gut in der Pappstadt gefallen. Es war dies ja eine schöne, freundliche und saubere Stadt, die wir hier hatten. Also war echt, echt super. Besser als erwartet. Und was hat dir davon gefallen? Mir hat besonders gefallen, dass die Kinder dieses Jahr so gut drauf waren und das Orga-Team so viel Quatsch gemacht hat. Ja, dass hier immer gute Laune war in der Stadt. So, das war halt das Highlight einfach. Mir hat das super gefallen. Top. Was hat dir daran gefallen? Also mit einem Wort alles. Es war super, was hier produziert worden ist und wie das hier gelaufen ist. Und mir hat einfach alles gefallen. Es war super. Moinsen, wie hat es euch in der Pappstadt gefallen? Und wie hat es euch gefallen? Wie hat euch diese fantastische Pappstadt gefallen? Was hat euch dran gefallen? Und was will Max hier eigentlich? Dann danke für das Interview und lasst es euch schmecken. Pappstadt 2014! Hey! Pappstadt 2014! Hey! Pappstadt 2014! Oder Pappstadt 2014! Yeah! Pappstadt 2014! Yeah! Aber auch mit der Pappstadt 2014. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Die Sendung wird heute Nacht ins Internet gestellt. Tschüss, ihr lieben Pappstädter. Hey Leute, hallo.